Subtaekapadakarsanasana, auch genannt Subtaekapadakarsanasana. Vivian zeigt, wie es geht. Ausgangsposition, Bauchlage. Von hier beuge ein Bein, zum Beispiel das linke, und fasse dann mit dem gegenüberliegenden Hand an den Fuß. Also mit der rechten Hand an den linken Fuß, sodass du im diagonalen Bogen bist, also diagonalen halben Bogen. Und den anderen Arm und anderes Bein hebst du gestreckt hoch. Und das ist Subta Ekapadakarsanasana. Subta heißt liegend, Eka heißt eins, Pada heißt Fuß, Akarsana heißt heranziehen. Du ziehst also im Vogel, also in dieser, oder in dem auf dem Bauch liegenden Navasana-Boot, ziehst du einen Fuß zu dir hin. Diese Stellung ist zum einen gut für die Flexibilität von Oberschenkel und gegenüberliegender Schulter, ist aber auch gut für die Kraft der anderen Schulter, der Rückenmuskeln und des Gesäßes. Also eine schöne diagonale Variation von auf dem Bauch liegendem Navasana. Ja, alle Informationen zu allen Variationen von Dhanurasana und Navasana auf wiki.yoga-vidya.de.